Es waren nur noch wenige Postkutschen durch die Prärie. Eine der letzten startet in St. Louis. Und sie hat einen berühmten Mann aus Deutschland an Bord. Oh! Aussteigen! Sir! Wir sind am Nagetzi! Hey! Mr. Karl May! Hier ist es geschehen. Hier am Nuggets Hill sind sie gestorben. Vor unendlich langer Zeit. Ihr seid schon einmal hier gewesen, Sir? Nur in meiner Fantasie, Jack, nur in meiner Fantasie. Ich habe den Wilden Westen nie gesehen, aber ich kenne ihn besser als jeder andere. Wie kann das sein? Weil ich mir vorgestellt habe, jede Kleinigkeit, eine ganze Welt habe ich in meinen Träumen erschaffen. Genauso wie den besten Freund, den ein Mensch sich wünschen kann. So viel haben wir erlebt. Aber das erste Abenteuer war unser größtes. Es war die Zeit des großen Eisenbahnbaus. Damals lernte ich Winnetou kennen. Den größten Sohn vom Stamm der Apachen. Ich war noch neu im Westen, aber bald schon kannte man mich an allen Lagerfeuern als Old Shatterhand. Ich bin ja mal gespannt, was mich hier so erwartet. Da ist der unser Greenhorn, wenn ich mich nicht irre. Sam Hawkins, schön, dich wiederzusehen. Es war eine lange Fahrt mit der Kutsche aus St. Louis. Jetzt ist Schluss mit der Kutscherei. Ich habe euch ein Hot Dog mitgebracht. Kopf, vier Beine, Schwanz, alles da. Für den Anfang dürfte es reichen, wenn ich mich nicht irre. Reiten wir gleich ins Eisenbahnercamp. Aber klar doch, die warten schon sehnsüchtig auf ihren neuen Landvermesser. Na dann mal los. Auf ins Abenteuer! Sie Manitou um die wärmende Kraft der Sonne, auf das ihre Felder gedeihen und die Büffel saftiges Gras auf den endlosen Weiten der Prärie finden. Im Pueblo am Rio Pecos herrscht ein berühmter Krieger, der von allen Stämmen der Apachen als Häuptling anerkannt wird. Sein Name ist Inchuchuna. Inchuchuna sieht voller Demut, dass sein Volk Manitou gnädig stimmt. Doch sein Herz ist voller Freude, denn in diesem Sommer ist meine Tochter alt genug, um an der Zeremonie teilzunehmen. Sei willkommen, Chuchi! Thank you.
Manitou hat die Gebete der Apachen erhört. Der große Geist sieht voller Stolz auf dich. Aber welcher Stolz könnte größer sein als der des Vaters auf seine Tochter? Es war Chuchi eine Ehre, Teil des Sonnenrades zu sein. Wie können die Kaiowas es wagen, den Tag des Friedens zu stören? Es gibt keinen Frieden, sondern Krieg. Krieg gegen alle Bleichgesichter und gegen die, die nicht gegen sie kämpfen. Warum kommt Tangua nicht selbst, sondern schickt seinen Sohn als Boten? Hüte deine Zunge! Peter, der dunkle Hirsch, ist kein Bote. Er wird eines Tages ein mächtiger Häuptling sein. Aber noch ist es nicht so weit. Bei den Apachen dürfen Squaws sprechen. Wir haben ebenso viel zu sagen wie die Krieger. Was führt Peter zu uns? Einen halben Tagesritt von hier lagern Weiße. Sie bauen den eisernen Weg für das Feuer aus. Töten wir sie! Gemeinsam! Nein! Wir werden mit ihnen sprechen und eine Lösung finden. Ein weißer Kojote. Klicky Petra nimmt entlang bei den Apachen. Wir nennen ihn den Weißen Lehrer. Dennoch ist er ein Bleichgesicht und muss ebenso sterben. Peter es noch einmal wagt, sein Tomahawk gegen Klicky Petra zu erheben, trifft Winnetous Kugel nicht nur sein Kriegsbein. Große Worte. Aber traust du dich auch gegen Peter zu kämpfen? Winnetou wird Peter zertreten wie ein Wurm. Beweis es. Winnetou. Kampf ist immer der falsche Weg. Manchmal müssen wir den falschen Weg gehen, um zum richtigen Ziel zu gelangen. Kämpfen, immer nur kämpfen! Krieger! Der dunkle Hirsch ist geschlagen. Dieser Kampf hat gerade erst begonnen. Was dahin? Da hier! Die Kojoten sollen es nie wieder wagen, ihre Hand gegen Klicky Petra zu erheben. Winnetou wird den Weg abschneiden. Jung! Könnten die Jungen doch mit kühlerem Kopf entscheiden. Weil so tun eins nicht ebenso ungestüm. Ja, das ist wohl wahr. Aber das ist auch schon einige Sommer her. Zum Glück hat den Chuchuna eine vernünftige Tochter mit einem besonnenen Herzen. Ah! Tut die Mitte ein mit ihrem Bruder! Die Atlantic and Pacific Company will Ost- und Westküste der USA mit Schienen verbinden.
Ihr Camp liegt am Ufer des Rio Pecos, am Rande der Jagdgründe der Apachen. Hey, Bancroft! Vorarbeiter ist kein Spitzname. An die Arbeit! Sonst wird dein eiskalter Wind durch deinen Arbeitsvertrag. Entschuldigung, Mr. Stone, ich hatte noch zu tun. Ja, ja, ja. Du hast zu tun. Saufer! Alles muss man selber machen. Den Zug fahren. Er darf was? Seid ihr Ehre? Wollt ihr die Kiste mit dem Dynamit nicht lieber von den Gleisen rollen? Kein Problem, wenn man rechtzeitig bremst. Will, bremsen! Wo genau ist denn hier die Kante? Da links! Das andere links! Ich hab die Lust hier mit. Ich bin heute aber auch ein Tollpatsch. Heute? Das hast du wieder fein gemacht. Alles voller Ruß. Wasch dich doch im Saloon. Das letzte Mal ist auch schon wieder 11 Wochen her. Ich mach's wieder gut. Ich verspreche, ich habe für alle hier eine riesengroße Überraschung. Bitte nicht. Los. Was? Dick, hey. Was für ein Tag, aber Greenhorn. Was ist das für ein Gewehr? Spezialanfertigung von Waffenschmied Mr. Henry. 25 Schuss. 25? Da muss es Kammern für 25 Patronen geben. Das ganze Gewehr ist die Kammer. Was? Das wird garantiert ein Verkaufsschlager. Hoffentlich nicht. Diese Waffe in den Händen von Alunken und das Blut von Menschen und Tieren fließt in Strömen. Ein Greenhorn, das redet wie ein alter Trapper. Aber führt mal vor. Hey, das war mein Whiteberry Lilly! Bravissimo, Greenhorn! Komm, Teufel noch mal! Was zur Hölle ist denn hier los? Habt ihr keine Augen im Kopf? Welcher Schwachkopf ist denn da mit dem Zug geritten? Sam Hawkins, war das wieder dieser Schwachkopf? Vielleicht. Aha. Und du? Du bist also der Neue. Ich bin Rattler. Ich und meine Jungs, wir sorgen ja für die Sicherheit im Camp. Sehr erfreut. Aha. Bin gespannt, wie Santa reagiert, wenn er das da oben sieht. Wer ist dieser Santa? Den kennst du nicht. Den kennt doch jeder! Ja, ihr kennt jeder! Da kommt! Rattler, was ist hier los? Was war das eben für eine Explosion? Parker, die Pfeife hat mit dem Zug das Dynamit gerammt. Dann verzögert sich wieder alles. Und wer seid ihr? Charlie May, der neue Landvermesser. Herzlich willkommen. Aber ein bisschen spät, mein Bester. Hier gibt's nichts mehr zu vermessen. Die Pläne sind fix und fertig. Hier, Rattler,
Streckenpläne. Gründlich überarbeitet, wie besprochen. Ah. Streckenpläne, na, die interessieren mich auch. Zeig mal her. Unten weg, Neuer. Oh, Entschuldigung. Witzig, Witzbold. Was hat das hier zu bedeuten? Auf diesen Zettel haben wir drauf gemalt, wo wir die Gleise verlegen. Ich denke, ihr kennt euch damit aus. Die Eisenbahnstrecke verläuft mitten durch die Jagdgründe der Apachen. Nicht dein Ernst, Greeno. Verflixt. Da. Na und? Die Strecke ist halt kürzer und billiger. Ach, so läuft das hier also. Ihr baut nicht um die Jagdgründe herum, sondern einfach mitten hindurch. Weil es weniger kostet. Und das gesparte Geld steckt ihr euch dann schön in die eigene Tasche. Hm? Was spricht dagegen? Der Scheck heiligt die Mitte. Aber ich gebe euch gerne was davon ab, wenn's euer Gewissen beruhigt. Gewissen? Er war gut, Zenta. Ich lasse mich nicht kaufen. Ich informiere umgehend Ingenieur White in St. Louis. Ich gebe euch mal einen guten Rat, mein Junge. Damit ihr wisst, wie das hier läuft. Mischt euch nie bei mir ein. Das ist gesünder. Wollt ihr mir drohen? Aber nicht doch. Ich drohe nie. Aber ich halte meine Versprechen. Immer. Komm, Rattler, so viel Ehrlichkeit macht mich durstig. Aber sowas von. Wir lassen jetzt die Korn knallen. Trainung, ihr im Westen hat der Stärkere das Sagen. Und das ist im Augenblick dieser Sente. Wir müssen uns damit abfinden. Das werde ich nicht. Bei Gott! Das werde ich nicht. Okay, aber ich gebe zu bedenken, dass ihr allein gegen Zent und seine Bande... Gut, ihr habt mich und dieses Gewehr. Das sind 25 Schuss, meine Lady. Das sind 27 Schuss. Diese Spuren nicht. Auch Richie spürt Gefahr. Winnetou ist in die Falle gegangen. Du bist umzingelt, Hundesohn der Apachen. Winnetou hat Peter einmal besiegt. Und er wird es wieder tun. Doch diesmal kämpft Peter nicht allein. Takmi! Wir waren Freunde. Woher kommt dieser Hass? Euer Schlaf glaubt den Lügen eines Bleichgesichts. Die Weißen aber sind der Untergang der Kinder Manitus. Und wer sich mit diesen Weißen verkleidet, ist wie das Feind. Krieger. Und sie schießt genauso gut wie Winnetou und Inchuchuna. Peter ist wie ein verwundetes Tier. Er wird sich für diese Demütigung rächen. Dass er und seine Krieger alle von einem Apachen besiegt wurden und dann nur noch eine Squaw eingegriffen hat. Chochi kam genau zur richtigen Zeit. Dafür ist seine kleine Schwester doch da. Kehren wir heim ins Pueblo.
In Chuchuna und Vicky Petra wollen mit den Weißen sprechen, die den Weg für das Feuer ausbauen. Winnetou wird sie dabei begleiten. Auch Chochi wird mit euch gehen. Das erlaubt in Chuchuna nicht. Warten wir es ab. Wer zuerst zum Pueblo ist. Im Eisenbahnercamp herrscht gespannte Erwartung. Will Parker hat eine große Überraschung versprochen. Ladies and Gentlemen, Signore, Signori, Damas y Caballeros, Mesdames et Messieurs, verehrtes Publikum, viele Kinder, Hamster, Meerschweinchen, Hunde, Katzen und anderes Getier. Moin, willkommen und grüezi miteinander. Ich präsentiere voller Stolz meine Überraschung. Damit es so richtig losgehen kann, brauchen wir natürlich mehr. Viel, viel mehr. Deshalb einen riesen Applaus für Will Parker's Wild West Pollen! Ich möchte mich entschuldigen, Teilnehmer. Naja, was ich dazu gemacht habe. Drum bin ich, dass wir alle feiern, bis die Spargeltracht. Du siehst jetzt rein. Was nimmst du? Wie immer. Ich will was richtig Scharfes, Joe. Achtung, hier heiße ich nicht Joe, hier bin ich Mr. Sensor. Na, mein Gott, Mr. Sensor. Hey, Boss, willst du auch einen Brandy? Gerne. Auch einen Doppelten? Noch viel gerne. Also, an so ein Leben hier könnte ich mich gewöhnen. Trink nicht so viel, wir müssen einen klaren Kopf behalten. Ach, mich haut so schnell nicht um. Ich hatte eine harte Kindheit. Na, schöner Mann. Oh, ich weiß. Keine Lady nach eurem Geschmack. Nein, danke. Ich habe mit Santa und Rattler zu reden. Dicke Luft. Aha. Mädels, wir verkrümeln uns besser. Na, da verkrümmelt sich der Rattler doch mal mit, oder? Ja! Ja, was haben wir denn da gefangen? Wer zappelt denn da am Haken? Rattler, was ist das für ein Rothaus? Naja, ich glaube, der kleine Halunke hier, der
Der ist ums Camp geschlecht. Ein Späher der Apachen, wenn ich mich nicht irre. Die Apachen sind unsere Freunde. Bei ihnen klingt Petra, der weiße Lehrer. Hast du was gehört, Boss? Sie hören auf einen Kerl, der Petra heißt. Was willst du hier? Sind hier noch mehr von deiner Sorte? Na, mein Kleiner, der nette Mann hier, der will sich nur mit dir unterhalten. Hm? Ach, verflucht, er redet nicht. Was machen wir denn da? Abknallen? Bist du wahnsinnig? Was redest du denn da? Da ist er ja wieder, unser Gutmensch. Wenn unser Mann vom SOS will, dann lassen wir ihn natürlich laufen. Also bitte, du kannst gehen. Ja, los, husch, husch, ab nach Hause. Das war eiskalter Mord! Was habe ich euch gesagt? Nicht einmischen. Ist das so schwer zu verstehen? Ihr habt gerade ohne Grund einen Menschen getötet. Einen Menschen? Darüber lässt sich streiten. Aber bitte, Rattler kümmert sich um die Bestattung. Na los, Jungs! Bringt den verlausten Kadaver da unter die Erde und vergrab den so, dass die Geier ihn nicht finden und sich den Magen verderben. Wer den Westen überleben will, der darf nicht zimperlich sein. Das will ich nicht. Und er darf sich auch nicht scheuen, Ungeziefer zu zertreten. Das einzige Ungeziefer hier seid ihr unter den Männern. Doch nicht, Neuer. Riggs Massey Bancroft. Du kriegst jetzt ein paar auf deine große Schnauze. Ich warne euch, treibt es nicht zu weit. Caramba! So von Greenhorn zu Greenhorn, mächtig gewaltig. Au, für die Faust brauchst du den Waffenschein. Was für eine unglaubliche Schmetterhand. Man sollte euch Shatterhand nennen. Oh, Shatterhand. Darf ich vorstellen? Das ist der weltberühmte Old Shatterhand! Und ich irre mich nie, wenn ich mich nicht irre. Gefühlte 10 Minuten im Wilden Westen und schon ein wahrlich heldenhafter Name. Beneidenswert. Kommt, kippen wir uns ein hinter die... Hey, warte doch nicht! Ich geh mal raus! Oh, hab's, ja! Chochi spürt große Veränderungen am Horizont. Sie will Manitou befragen. So wie es die Apachen von ihren Vorfahren im Osmakapto, dem Tal des Nebels, gelernt haben. Doch auch Winnetou und Pida wollen mit ihrem Gott sprechen. Maini Bekegodendan, großer Geist, Schöpfer allen Lebens. Deine Tochter bittet dich um Rat. In ihren Träumen sah Chochi einen Fremden. Einen Fremden mit weißer Haut. Chochi sah Blut und Tod. Aber auch Liebe, Hoffnung, Manitou. Was bedeuten diese Träume? Maini, Bekegu Lindan, großer Geist, Schöpfer allen Lebens. Lange hat Peter nicht zu dir gesprochen. Sein Herz ist voller Hass. Voll Hass gegen die Bleichgesichter, gegen alle Feinde der Kiowas. Und gegen Winnetou, der einst Peters Freund war, wird Peters Herz für alle Zeiten ein Ort der Dunkelheit sein. Mein Bekegolendan,
Großer Geist, Schöpfer allen Lebens. In Venetus Kopf schwirren die Gedanken wie Schmetterlinge in der Sonne des Sommers. Klicki Petra hat viele Gedanken tief in Venetus Herz gepflanzt. Und sie sprechen von Frieden und Liebe. Doch die Bleichgesichter bringen Tod und Gewalt. Winnetou will ihr Freund sein. Doch werden sie es erlauben? Wird geschehen, was Chochi sah? Wer ist der Fremde, der kommen wird? Soll Winnetou den Weg des Friedens gehen? Oder mit Pida gegen die Bleichgesichter kämpfen? Wird Pida das Erbe unserer Ahnen schützen? Oder werden die Weißen uns alles nehmen? Mein Herz ist voller Fragen. Fragen, auf die es keine Antwort gibt. Und auf die es vielleicht nie eine Antwort geben wird. Manitou. Großer Geist. Schöpfer allen Lebens. Lass mich nicht im Dunkeln. Die Arbeiten im Camp der Eisenbahner schreiten voran. Doch es ist wie die Ruhe vor einem gewaltigen Sturm, der unabwittlich am Horizont aufzieht. Niemand ahnt, dass der Tag ein furchtbares Ende nehmen wird. Ein tödliches Ende. Wir sind durchgebrochen! Endlich! Jetzt geht es voran! Ich hatte doch gesagt, wir wollen nicht durch die Jagdgründe der Apachen! Und was macht ihr? Springt den Weg genau dorthin frei! Na und? Was sollen die Roten schon dagegen tun? Das werden wir noch gleich erleben. Da kommen die Apachen. Wir füllen die Roten ab und erledigen sie dann. Guter Plan, Bart. Geh schon mal den Schnaps holen. Der Häuptling der Bleichgesichter. Das bin ich! Wenn es um euren Vertrag geht, dann sprecht lieber mit ihm. Er kennt sich mit Verträgen besser aus. Oder sehe ich aus wie ein Anwalt? Wie ist dein Name? Man nennt ihn Old Shatterhand. Was tun die Weißen hier? Wir bauen einen Weg für die Eisenbahn. Das Feuerholz. Deine Lehren klingen gut, Klicki Petra. Doch schau dir dieses Bleichgesicht an. Es hat ehrliche Augen und ein offenes Gesicht. Aber es bestiehlt uns ohne Scham. Ihr seid Klicki Petra. Wer weiß, den Poeten oder ich? Ich bin schon lange ein Apache. Sie nennen mich den Weißen Lehrer. Aber ich habe von Ihnen mindestens ebenso viel gelernt, wie Sie von mir. Das Wichtigste auf der Welt ist, dass sich die Kulturen vermischen und der eine die Sichtweise des anderen versteht. Nur dann herrscht Frieden. Dies ist Häuptling Chuchuna, die gute Sonne. Und dies sind sein Sohn Winnetou, das brennende Wasser, und seine Tochter Chochi, was in eurer Sprache schöner Tag heißt. Bitte, seid unsere Gäste. Wie können wir eure Gäste sein? Dies ist unser Land. Wem gehört das Land, soweit das Auge reicht? Nun, die Eisenbahncompany hat Verträge. Haben wir es dir verkauft? Nein. Haben wir es dir geschenkt? Nein, mir nicht. Und auch keinem anderen. So ist es immer noch unser Land. Ach ja? Könnt ihr das beweisen? Wo ist die Besitzurkunde? Mike, die Länder jenseits der Felsenberge und im Osten des Mississippi gehören den Weißen, nicht dieses Land. Und mit dem Feuerross werden immer mehr Weiße kommen. Sie werden uns das wenige nehmen, was uns noch geblieben ist. Ihr nennt euch Christen und sprecht von Liebe. Aber ihr betrügt uns und brecht jedes Gebot, das euch euer Gott gab. Kümmert ihr euch lieber um euren Manitou. Bitte, kommt mit mir, allein. Ich sehe, dass ihr ein guter Mensch seid.
Nehmt eure Leute und geht fort. Peke Petra, ich weiß, dass wir im Unrecht sind, aber... Warne euch! Als Freund, geht, solange ihr noch könnt. Sobald die Sonne wieder aufgegangen ist, haben die Bleichgesichter das Land der Apachen verlassen. Oder der Marterpfahl wartet auf euch. Hau! Howdy! Jetzt gibt's Drinks! Drinks für euch alle! Ich, du, die Roten sollen sich betrinken! Du nicht, Nektar. Hey, Hübscher. Schau mal, was ich hier für dich habe. Ganz was Feines, lecker Schnaps. Es ist viel Gluck, Gluck, Gluck zum Trinken drin, hä? Winnetou, trink kein Feuerwasser. Es zerstört die Seele. Es zerstört die Seele? Du lernst meinen Drink ab. Das ist eine verfluchte Beleidigung. Ja, gut. Wie du willst, du roter Tata. Schatze! Winnetou, dahin! Winnetou, nur noch wenige Atemzüge. Ich muss mit dem Weißen sprechen, den die anderen Shatterhand nennen. Klicki Petra, mit Shatterhand zu sprechen. Mein Blatt fällt vom Stamm des Lebens, Old Shatterhand. Eure Seele ist gut. Ihr und Winnetou, ihr sollt Freunde sein, Brüder. Ihr sollt Brüder sein. Winnetou! Das Bleichgesicht und du, ihr seid Nimm deine Hände von ihm! Klicki Petra ist tot. Bringen wir Klicki Petra zurück ins Pueblo. Sein Leben war kostbarer als alles Gold der Apache. Gold? Hast du das gehört, Boss? Sie haben Gold. Kein Partner. Klicki Petra war einer der größten Söhne unseres Volkes. Unser Lehrer, unser weißer Vater. Sein Tod ist euer Tod. Ihr Weißen seid alle Mörder, blutrünstige Wölfe. Ich verachte diese Mörder genauso wie ihr. Du bist einer von ihnen. Da haben wir noch mal Glück gehabt. Glück? Sie werden zurückkommen und uns alle umbringen. Dann satteln wir die Pferde und hauen ab. Keine Chance. Die Mustangs der Apachen sind viel schneller als unsere Pferde. Sie holen uns ein. Wir können ihnen nicht entkommen. Die Apachen werden uns alle töten. Ich hab's gelernt. Ihr Weile, ihr hättet den Marterpfahl verdient. Aber hier sind Dutzende Unschuldige. Unschuldige. Vielleicht haben wir eine Chance, Greenhorn. Die Winzig ist klein. Ja? Wie soll die aussehen, Sam? Die Kiowas sind die Feinde der Apachen. Wir müssen dafür sorgen, dass die Kiowas die Apachen gefangen nehmen und so lange festhalten, bis wir mit unseren Leuten geflohen sind. Komm. Gut, reiten wir zu den Kiowas! Die Apachen trauern um ihren weißen Lehrer. Nun hat das große Herz aufgehört zu schlagen. Und in die Trauer kriecht ein anderes Gefühl. Unbändiger Hass auf die Mörder. Ja.
Es ist, als ob am Morgen die Sonne nicht aufgeht. Als ob der Gesang aller Vögel verstummt ist. Als ob das Rauschen des Wassers verschwindet und der Wind seinen Atem anhält. Kliki Petra, der weiße Lehrer, ist fortgegangen. Ermordet von Weißen. Sobald Kliki Petra seine Reise zu den Sternen vollendet hat, reiten die Apachen zu den feigen Kojoten. Doch rufen wir nun den heiligen Vogel, der die Seele des weißen Lehrers in die Welt hinter den Wolken trägt. Kointa! Weißen Lehrers fort. Mögen die Flammen den Körper Kliki Petras in jene Welt tragen, von der er uns so viel erzählt hat. Der Plan der weißen Männer klingt gut. Das Greenhorn hier und ich sind die Lockvögel und die Apachen tappen in die Falle rein. Gut. Sam Hawkins hat die Kiowas noch nie betrogen. Würde mir nicht mal im Traum einfallen. Haben wir ein Wort, dass den beiden nichts geschieht? Ihr haltet sie nur so lange gefangen, bis meine Männer geflohen sind. Peter verspricht es. Injo-Tuna und Winnetou werden leben. Danke dir. Sam, das ist Unrecht. Das dürfen wir nicht tun. Diese List muss sein, sonst sind wir alle tot. Da! Die Zeremonie ist vorüber! Los, komm! Keiner von den Mördern darf mit dem Leben davonkommen. Hätte Kliki Petra gewollt, dass für ihn Blut fließt? Winnetou weiß es nicht. Kehrt nun heim ins Pueblo. Vergiften wir den Abschied von Kliki Petra nicht durch Hass. Spüren wir seine Liebe. Nun müssen die Apachen ihre Herzen sprechen lassen. Der Tag der Rache wird schon bald da sein. Wie? Können die weißen Hunde es wagen, den heiligen Ort der Apachen zu entweihen? Ich wünschte, es wäre anders. Winnetou versteht deine Worte nicht. Winnetou, es tut mir so unendlich leid. Die Kaiowas! Es ist ein Hinterhalt! Ihr seid in unserer Hand, verfluchte Apachen! Bindet sie! Ihr seid nicht nur Mörder, sondern verfluchte Schakale! Schweig! Endlich sind Injo-Tuna und Winnetou unsere Gefangene. Injo-Tuna, ich hatte keine andere Wahl! Nimm seinen Namen nie wieder in den Mund! Krieger, bringen wir sie in unser Dorf. Ach,
Sam? Es ist nicht gut. Wir können ihn nicht trauen. Ich habe da auch ein ganz mieses Gefühl, aber Charlie, was machen wir jetzt? Ich weiß da was. Los, komm, wir folgen ihm. Sie muss Hilfe holen, sonst sind alle verloren. So, Vorsicht. Schön langsam. Achtung, hier lang, hier. Das wäre fast ins Auge gegangen. Dick. Hier lang. Komm. Achtung, abguck. 1, 2, 3. Ja. Warum darf ich denn nicht gucken, Will? Weil es eine Überraschung ist. Sei doch nicht so ungeduldig. Da kommt sie ja schon. Dick. Nicht schlafen. Gehen. Komm, hier lang. So, stell dich hier hin. Bin gleich bei dir, ja? Äuglein auf! Darf ich vorstellen? Das ist Hugo. Wo? Da? Nein, doch! Was ist das? Mein Stolz. Mein Pferd, mein Ross, mein edler Mustang. Hol mal, war schon eingelaufen. Hey, du verletzt deine Gefühle, ja? Hör nicht auf den bösen Onkel, hä? Huh? Ja. Auch die Pyramiden haben wir ganz unten begonnen, ne? Willst du einen Keks? Ja, willst du einen Keks? Ja, hier. Ein bisschen wachsen musste noch, aber dann fegen wir gemeinsam über die Prärie. Die Haare wehen stolz im Wind. Ja, ich weiß, deine. Tschüss, du wilder Hengst, lass dir das Heu schmecken. Und dann geht's über Stock und Stein. Ich gebe Hugo die Zügel und reite im Sonnenschein. So schnell, als hätte ich Flügel. Oh, Dick, ich fühle, in mir schlummert etwas. In dir schlummert ein Volltrottel. Aber der ist längst aufgewacht. Aber ich will doch endlich auch ein richtiger Westmann sein. Ach, irgendwie bist du das doch so. Ich habe nur das dritte Rad am Warten. Ja. Die dritte Geige hinter Sam Hawkins und Dick Stone. Aber ich will so eine Art Old Parker-Hand sein. Porsche. Ich will dich eben nicht mehr aus Versehen. Was? In die Luft, ja. Ja. In den Fuß schießen. Mhm. K.O. hauen. Ja, ich will endlich alles richtig machen. Also gut. Ich bringe dir alles bei, was ich weiß. Toll, danke. Dann dauert es ja nicht so lange. Können wir gleich mit dem Schießen anfangen? Da brauchst du noch ein bisschen Training. Erste Lektion. Die Windrichtung prüfen. Nord bei Nordwest. Ist das gut? Ach, ich sag dir mal, was ich kann, ja? Ich hab fleißig geübt. Will, das würde ich lieber nicht. Warum denn nicht? Die Flinte ist geladen. Es ist wirklich keine gute Idee. Und entsichert. Denk lieber noch mal drüber nach. Nee. Ich drück jetzt ab und dann... Stopp! Komm mal hierher. Na gut, wenn du meinst. Stell dich hier hin. Da? Ja, weil wenn du hier stehst und schießt, dann wirst du... Will! Hä? Ja. Ich... Sag jetzt nicht! Warte doch, Dick! Entschuldige, einfach wieder raufbeckern! Dick, hier ein Taschentuch zum Abtrocknen! Du bist jetzt aber nicht drauf! Hast du was gefunden? Keine Spur. Die kleinsten Goldkrümel. Halt die Augen offen. Wir müssen das Gold der Apachen finden. Und wenn wir dafür jeden Stein einzeln umdrehen. Jeden Stein? Das sind aber verdammt viele Steine, Center, bis wir die alle umgedreht haben, sind sie alt und grau. Ich wollte noch zu den Mädels. Und der Tanztruppe, die sind dann auch alt und grau. Das ist eine Redewendung, Mann. Zur Not schnappen wir uns einen Apachen und foltern ihn so lange, bis er redet. Ja, foltern ist gut, da muss ich keine Steine umdrehen. Du wirst deinen Spaß haben. Ja. Aber jetzt, wir kriegen die Nuggets. Ja. Hast du etwas, was soll denn? Ja, selbst wenn wir jeden rot in die Erde schicken.
Kiowas ziehen rastlos durch die Prärie. Wo immer die Büffelherden grasen, wohin das Wild auch wandert, sie bauen ihr Lager in der Nähe auf. Nun sind sie unweit des Pueblos der Apachen angekommen. Noch ahnt Pidas Vater, der kaltherzige Häuptling Tangua, nicht, dass die Kiowas gefangen haben. Sein Auge so Peter, seinen Sohn. Wo ist der dunkle Hirsch? Peter hat Gefangene gemacht, Vater. Berühmte Gefangene. Tango, Sohn, helf mir, ihn zu entfesseln. Nicht nur ihn, auch in Chuchuna. Der dunkle Hirsch hat bewiesen, dass er ein großer Krieger ist. Die legendäre Silberbüchse. Tangua, hörst du mich stolz tragen? Tangua, ist es nicht wert, sie auch nur zu berühren? Schweig! Peter ist ein feiger Wurm. Peters Messer wird dir die grausamsten Martern bescheren. Peter hat uns im Moment der Trauer am Magazin überfallen. Dann ist er listig wie eine Schlange. Tangua stolz auf ihn. Und nun, wer den Chuchuna und Winnetou am Arthur versterben. Sterben? Peter hat sein Wort gegeben, dass sie leben werden. Peters Herz ist weich. Wer schwach ist, kann nicht den Stamm der Kiowas gehören. Hast du das verstanden, Sohn? Ja, Vater. In den ewigen Jagdgründen wird diese Schande nie vergessen. Der große Geist wird euch für eure Tat verachten. Der Rat der Ältesten wird nun über die Qualen bestimmen. Hau! Sir! Ich wusste, dass wir ihn nicht trauen können. Was hier der Plan, Greenhorn, ist eine Mischung aus Wahnsinn und Selbstmord, wenn ich mich nicht irre. Die Kiowas reißen euch den Kopf ab, beknipsen euch das Licht aus. Die machen euch platt wie eine Tortilla, die drehen euch durch den Wolf, die nehmen euch den Löffel ab. Ja, ich hab's verstanden. Trotzdem. Ich muss den Chuchuna und Winnetou befreien. Ihr seid anständig bis zum Verzweifeln, aber ihr wisst schon, wenn wir sie befreien, dann werden sie das Eisenbahnercamp überfallen. Das ist der Weg, Sam. Aber vielleicht können wir mit ihnen reden. Okay, aber dann macht der gute alte Sam wenigstens mit. Gut, erst die Waffen ausschalten, dann schneide ich sie los. Das wird ein Hund auch nicht als Beweis, dass ich sie befreit habe. Schlaues Kerlchen, aber jetzt rein. Ja. Vater, bist du sicher, dass es geschehen soll? Ja. Noch in dieser Stunde werden die Apachen sterben. Tango verteilt das Fell des Bären, bevor er ihn erlegt hat. Ihr könnt ihr Freiheit, Krieger, in die Hölle. Tapferer als so mancher Krieger. Sie hat gesehen, was geschehen ist und ist froh, dass ihr unverletzt seid.
Ein unbekannter Retter durchschnitt die Fesseln. Doch er nahm auch das Medaillon, das Winnetou einst von seiner Mutter erhielt. Manitou muss den guten Geist geschickt haben. Sie werden für Klicky Petras Tod bezahlen. Mit ihrem eigenen Leben. Doch reiten wir nun zu den Weißen, die die Gleise für das Feuerwas gebaut haben. Niemand im Eisenbahnercamp etwas von der unmittelbaren Gefahr. Im Gegenteil. Santa und Rattler sind bester Dinge. Na, Rattler! Zigarre gefällig? Hey, danke, Boss. Das ist aber ein fettes Ding. Was gibt's denn zu feiern? Schätze, wir sind diesen Besserwisser Shatterhand endlich los. Und diese unerträgliche Witzfigur ist am Hawkins gleich mit. Das hört sich gut an. Nach all den schlechten Zeiten kommen jetzt endlich die guten Zeiten. Schlechte Zeiten. Guck mal da, was. Gib die teure Zigarre wieder her. Baut eine Verteidigung auf! Los, Sam! Zack, zack, zack! Einmal hätte auch gereicht. Unkraut vergeht wirklich nicht. Wovon redet ihr da? Wir Apachen werden jeden Moment angreifen. Los, sichert das Camp! Hat der Kerl einen Dachschaden? Du hast hier gar nichts zu sagen! Halt deinen Mund! Du bist das Schuld an dem Ganzen! Dächer sichern! Und Barrikaden, die wir anzünden können! Na los, jetzt auf Köpfe, an die Arbeit! Jeder Mann schnappt sich ein Gewehr! Außer dem Vater! Keine tödlichen Schüsse, ja? Mach sie nur kampfunfähig! Das ist völlig falsches Vorgehen! Leute, ich zahle $20 für jede tote Rothaut und $100 für den, der den Häuptling erschießt! Ihr verdammter Mistkerl! Willkommen im wahren Leben, verehrter Menschenfreund! Entschuldigung, Entschuldigung, sorry, meine Schuld! Kein Angriff! Alles ist runter! Ich hab nur probiert, ob ich Dynamit aus meinem Gewehr abfeuern kann. Und? Ja, ich arbeite dran. Alles in Butter. Dein Hut brennt. Wie brennt? Das war ich jetzt aber nicht! Die Apache! Geht in den Topf! Ergebt euch! Euer Lager ist umstellt. In zur Schule! Verschont die Unschuldigen! Wir werden Rattler zur Rechenschaft ziehen! Erzähltest du gerne! Wir beide, wir sprechen uns noch! Alle, die mit den Mördern sind, haben ihr Leben verwirkt. Wollt ihr kämpfen oder euch ergeben? Hier ist unsere Antwort, Großhäuptling der Apachen! Vater! Sally! Der Kampf ist vorbei. Im Pueblo.
werden wir die Bleichgesichter zu Tode martern. Aber zuerst werden sie gesund gepflegt. Es wäre eine Schande, einen Verwundeten an den Marter vorzustellen. Ja, aber sobald die Wunden dieses Kojoten verheilt sind, wird Manitou sie alle richten. Santa! Wo bist du? Verdammt nochmal, Santa! Wo bist du? Eisenbahnerkern sind die Wunden der Gefangenen gut verheilt. Doch mit jedem Tag kommt der Marterpfahl näher. Chochis Seele ist voller Schmerz. Denn in ihr ist ein Gefühl gewachsen, das sie nicht für möglich gehalten hätte. Chochi, du kannst aufhören. Du versorgst meine Wunde, aber da gibt es nicht mehr viel zu versorgen. Sie ist verheilt. Sei leise. Niemand darf es hören. Du willst das Unvermeidliche rausschieben. Aber es wird geschehen. Sein Volk wird mich töten. Han Shatterhand muss schweigen. Shuji hat Angst. Ich doch auch. Denn ich habe etwas gefunden, für das es sich zu leben lohnen würde. Was ist es? Schau in die Quelle dort. Im Wasser wirst du es erkennen. Chochi sieht es nicht. Du musst schon genauer hinschauen. Chochi sieht nur ihr eigenes Gesicht. Ganz genau. Chochi, zwischen uns beiden, da ist etwas, das fühle ich. Old Shatterhand darf so nicht sprechen. Warum nicht? Wenn wir jetzt umbringen, können sie mich nicht. Ich wünschte nur, wir hätten mehr Zeit. Viel mehr Zeit. Das wird mein Volk nicht erlauben. Aber ich habe einen Beweis, dass ich es gut mit euch meine. Er ist in der Tasche meiner Jacke. Die war voller Blut. Die Krieger warfen sie am Rio Pecos fort. Dann ist alles aus. Dann gibt es keine Hoffnung mehr. Nein! Chochi wird zum Rio Pecos reiten! Es tut weh, dich nie wiederzusehen. Leb wohl. Schöner Tag. Vielleicht gibt es doch noch Hoffnung. Die Stunde der Rache ist da.
Möge die Marterung beginnen. All diese Männer dort sind unschuldig. Der einzige Mörder steht hier neben mir. Alter, renn dich deinen Schnabel, Junge. Hol uns lieber hier raus. Keines der Bleichgesichter entgeht seinem Schicksal. Vater. Winnetou bittet Intschu-Tschuna von Herzen, die Gefangenen nicht zu töten. Lassen wir Manitou über ihr Leben entscheiden. Warum sollte Intschu-Tschuna das tun? Weil es Klekih-Petras Wille wäre. Der weiße Lehrer wollte nicht, dass Blut fließt. Chochi hat Winnetou oft daran erinnert. So sei es. Möge Manitou entscheiden. Old Shatterhand ist der Häuptling der Bleichgesichter. Wenn er in einem Zweikampf gegen Intschu-Tschuna besteht, sind alle frei. Bis auf den Mörder Klekih-Petras. Sein Leben ist verwirkt. Ach, was redest du bloß für ein Schwachsinn? Ihr seid alle schwachsinnig. Ihr könnt mir gar nichts. Ihr werdet hängen, ja? Und dann kommen die Geier, die werden euch fressen. Ich stelle mich dem Kampf. Zunächst muss Old Shatterhand beweisen, dass er des Zweikampfs würdig ist. Denn nur wenn er als allererster die heilige Lanze, die dort oben im Pueblo steckt, in den Händen hält, wird der Kampf stattfinden. Berührt Intschu-Tschuna sie aber vor ihm, sind die Bleichgesichter des Todes. Ja, Lenka! Es hieß, Sieger ist, wer die Lanze zuerst in Händen hält. Dass man da oben stehen muss, davon war keine Rede. Old Shatterhand hat recht. Das war eine gelungene List, Old Shatterhand. Intschu-Tschuna hatte in dir einen würdigen Gegner. Doch er wird nicht als Verlierer gegen dich antreten. Winnetou will kämpfen. Möge Manitou gerecht entscheiden. Verschont. Winnetou gibt Leben für ihn. Die Bleichgesichter sind frei. Chochi! Chochi ist froh, die Weißen in Freiheit zu sehen. Old Shatterhand ist unschuldig. Hier ist der Beweis. Winnetou versteht nicht. Als Winnetou und Intschu-Tschuna in der Hand der Kiowas waren, wurden sie befreit. Es war ein guter Geist, der die Fesseln durchschnitt. Nein.
Sam Hawkins und ich haben euch befreit. Wir wollten nicht, dass ihr euch umbringt. Schaut in die Tasche. Winnetous Medaillon. Old Shatterhand hätte sterben können. Ein Versuch, ihn Chuchula und Winnetou zu befreien. Ich musste es tun. Ich hätte mir nie verzeihen können, wenn sie euch getötet hätten. Old Shatterhand hat für Winnetou sein Leben riskiert. Dies ist ein heiliges Band, das uns verbindet. Doch Winnetou hörte die weißen Old Shatterhand bei einem anderen Namen rufen. Mein Name ist Carl, aber hier im Westen nennen mich alle Charlie. Dann möchte auch Winnetou Charlie sein. Charlie, mein Freund. Das bin ich schon längst. Mein Bruder. Von ganzem Herzen. Es ist beschlossen. Wir werden Brüder eines Blutes sein. So lasst uns die heilige Zeremonie vorbereiten. Gehen wir ins Pueblo und rauchen die Pfeife der Freundschaft. Von dem Gedanken besessen, das Gold der Apachen zu finden. Bisher sind alle Versuche gescheitert. Überall hat er nach dem glänzenden Metall gesucht, aber vergeblich. Nun will er den Erfolg doch noch erzwingen, mit den Kiowas. Und den Kangua! Es ist mir eine außerordentliche Ehre, euch und euren Sohn in meinem bescheidenen Camp zu begrüßen. Die Weißen machen viele Worte. Schaden aber wenig. Was willst du von uns, Bleichgesicht? Ich brauche eure Hilfe. Rattler ist bei den Apachen gefangen. Er ist ein guter Freund und ich möchte ihn gerne befreien. Nur ihn? Nicht all die anderen, weißt du? Die anderen gehen mich nichts an. Ich will ehrlich sein. Ah, das ist selbst bei euch, Bleichgesichter. Ich will das Gold der Apachen. Um jeden Preis. Vielleicht hat Rattler etwas gehört, was mir nutzt. Wenn ich das Gold bekomme, kriegt ihr von mir so viele Gewehre, wie ihr haben wollt. Hier eine kleine Anzahlung. Damit herrscht ihr über alle Städte. Der Handel geht. Die Kiowas werden deinen Freund befreien. Und jeden töten, der sich ihnen in den Weg stellt. Ob Krieger, Frauen oder Kinder. Nein, Vater. Das wird Peter nicht tun. Es ist ehrlos und grausam. Ich erwarte deinen Vater zu widersprechen. Viel zu lange hat Peter auf Tangor gehört. Mit jedem Wort wurde Peters Seele vergiftet. Doch nun will Peter gehen. Wenn Peter jetzt geht, wird Tangor ihn verstoßen. Dann möge es doch sein. Unsere Wege trennen sich. Für immer. Aber Tangor liebt seinen Sohn von Herzen. Peter ist nicht mehr Tangors Sohn. Peter! Peter! Gott sei Dank! Endlich in Sicherheit, wenn ich mich nicht irre. Hawkins, wo kommt ihr denn her? Von den Apachen, hab mich aus dem Staub gemacht. Wo sind Dick und Phil? Nicht hier! Was ist mit den anderen? Dick! Sie sollen alle bald gemartert werden. Dann müssen wir uns bei allen Rattlern da rausholen. Wenn du kleiner Lumpensack Charlie da verrecken lässt, dann werde ich... Sperrt den Kauz in das Zelt und fesselt ihn. Wir, Tangua, reiten zu den Apachen. Hoffentlich lebt Rattler noch. Dick!
können wir das mit dem Lasso noch mal üben? Lass das Lasso! Wir müssen dringend was unternehmen. Ja. Wir können Sam nicht in dieser absolut patschigen Patsche lassen. Und den Wunschhagen meint natürlich auch nicht. Oh, jetzt habe ich endlich die Chance, mir das richtige Messband zu beweisen. Wir müssen sie da raushauen. Nicht hauen. Oh, ich hab da einen Plan! Mächtig, gewaltig, aber es ist so eine Art unmögliche Mission. Die Ausgangsleute, Sam gefangen im Zelt, wir auf dem Dach. Auf welchem Dach? Absolut. Ah, das Ziel von jetzt ist der Krach. Senka hat doch bestimmt drei Wachen aufgestellt. Hm? Ja, die müssen wir alle neutralisieren. Den Anfang macht die Wache am Salou. Elegantes Runterklettern an der Leiter. Klopfen deinerseits. Lautloses Anschleichen meinerseits. Zack, Bunker oben. Jetzt die zweite Wache, hinter dem Wasserturm. Der wird uns doch sofort sehen. Kein Problem, geschicktes Ablenkungsmanöver. Trippel, trippel, tapp und Birne ab. Zu guter Letzt die Wache am Kran. Da rutsche ich die Stange. Was? Hoch. Und du, mein Lieber, du machst einen Ton. Ja, und ich hau in die Rübe weg. Das klappt beim ersten, zweiten, dritten Mal. Voilà, der Kran ist unser. Und jetzt geschickter Zugriff von oben. Aber wichtig, nicht schlenkern, nicht schwitzen, nicht schnaufen. Und auf keinen Fall was fallen lassen. Elfengleiches Überschwingen zum Zelt. Luke auf, freundliches Zuwinken zu Sam und Befreiung von Sam. Mission beendet. Das könnte natürlich funktionieren. Natürlich funktioniert das. Und wenn es nicht funktioniert, dann wissen wir, wie es nicht funktioniert. Was nur Sam dazu sagen würde. Deine Meisterleistung, wenn ich mich mit dir... Mächtig, gewaltig, guter Plan, nicht wahr? Ja, aber jetzt müssen wir den Green und Charlie helfen. Ja. Das war großartig. Okay. Und wenn du nicht verzweifelt versuchst, alles richtig zu machen, dann bist du ein richtig guter Bester. Okay. Danke dir. Okay. Wir sind ja auch das Kleber. Okay. Einer für alle. Alle für ein Projekt von mir. Alle. Frieden ist ins Pueblo der Apachen eingekehrt. Der Hass, der noch vor kurzem in den Herzen gelodert hat, ist verweht wie Rauch im Wind für alle Zeiten. Apachen, ehren wir Winnetou und Old Shatterhand.
Dieser Tag ist den Apachen heilig. Für alle Zeiten. Winnetou und Old Shatterhand werden Brüder eines Blutes. Die Apachen nehmen Old Shatterhand in ihren Stamm auf. Die Seele lebt im Blut. Mögen die Seelen dieser beiden jungen Krieger ineinander übergehen, auf dass sie eine einzige Seele bilden. Was Old Shatterhand will, das sei auch der Wille Winnetous. Und was Winnetou denkt, das sei auch der Gedanke Old Shatterhands. So vollzieht nun das heilige Ritual unserer Ahnen. Winnetou und Old Shatterhand sind nun Brüder eines Blutes. Möge unsere Blutsbrüderschaft die Gräben überwinden, die es zwischen Menschen unterschiedlicher Hautfarben gibt. Mögen die Kinder Manitus und die Bleichgesichter verstehen, dass nicht die Farbe der Haut entscheidet, ob ein Mensch gut ist oder schlecht. Mögen wir voneinander lernen und unsere Kulturen verbinden, so wie es die Menschen seit Anbeginn der Zeiten tun. Von heute an werden Winnetou und Old Shatterhand Seite an Seite für das Gute kämpfen. Als Mittler zwischen den Völkern. Coimbra! Das Feuerauge wird von nun an Winnetous Beschützer und euer Begleiter von jenseits der Wolken sein. Sprechen wir nun zu Manitou. Winnetou möchte seinem Bruder etwas schenken. Dass wir Brüder sind, ist für mich das größte Geschenk. Bring Old Shatterhands Geschenk! Jetzt bin ich aber wirklich gespannt. Sein Name ist Hatatitla. Es bedeutet Blitz. Weil er so schnell ist wie das Feuer des Himmels. Er soll dir gehören, mein Bruder. Was für ein wundervolles Tier. Hatatitla ist der Bruder von Winnetous Rappen Ilchi. Ilchi ist das Wort der Apachen für Wind. Und so wie wir nun Brüder sind, sind es auch Hatatitla und Ilchi. Ich kann dir gar nicht genug danken, mein Bruder. Genug der Worte. Reiten wir. Gang. So mächtig wie die Stürme, die im Herbst über das Land der Apachen ziehen. In ihr brennt ein Wunsch, den sie sich nicht eingestehen kann. Nie hätte Chochi geglaubt, dass sie so für einen Weißen fühlen könnte. Dass dieses Gefühl so schön, so stark und zugleich so schrecklich sein könnte. Mein Bruder, ich muss dir etwas sagen. Winnetou weiß es schon.
Er hat es in Shochis Augen gesehen. Und auch in deinen, mein Bruder. Geh zu mir. Aber was, wenn ich sie unglücklich mache? Das wird nicht geschehen. Geh zu ihr, Shani. Shochi! Oh, Shatterhand! Als du mich gepflegt hast, da habe ich einige Dinge zu dir gesagt, über die ich mit dir reden muss. Shochi versteht. Old Shatterhand war einsam, er hatte große Angst, aber nun ist er frei. Oh, Himmels Willen, was redest du denn da? Shochi versteht es. Es waren schöne Worte, aber nicht mehr. Nein! Alles ist wahr gewesen. Und es ist noch. Shochi. Ich habe dein Herz an dich verloren. Du bist die schönste Rose, die je auf Manitus weiter Prärie geblüht hat. Auch Shochis Herz schlägt für Old Shatterhand. Schon lange, so laut. Sie ist so froh, dass er auch so fühlt. Das tue ich. Shochi. Ich liebe dich. Von ganzem Herzen. Shochi wird nicht als arme Frau mit Old Shatterhand gehen. Die Apachen haben Gold und sie wird etwas davon mitnehmen. Du bist mir viel mehr wert als alles Gold der Welt! Trotzdem, ein klein bisschen Goldstaub kann nicht schaden. Shochi wird mit den Shunshunas sprechen. Was, wenn er verbietet, dass wir zusammen sind? Das wird er nicht. Er will, dass Shochi glücklich ist. Vater! Benichu! Shochis Herz ist leicht wie eine Feder. Sie hat den Krieger gefunden, mit dem sie ihr Leben teilen wird. Voller Freude. Gebt euch den Shunshuna seinen Segen. Auch Winnetou freut sich mehr, als Worte sagen können. Shochi möchte mit Old Shatterhand in die Städte der Weißen gehen und braucht dafür Gold aus der geheimen Höhle am Nuggetsinn. Ich habe versucht, es ihr auszureden. Vertane Mühe. Auch dieser Wunsch sei euch erfüllt. Dann reichen wir gleich los, um das glänzende Metall zu holen. Winnetou wird in der Zwischenzeit dafür sorgen, dass Kliki Petras Mörder seine gerechte Strafe erhält. Er soll an der heiligen Marke sterben, auch wenn er diese Ehre gar nicht verdient. Ich mag dich gar nicht gehen lassen. Shochi wird nicht lange fort sein. Bitte, gib auf dich acht. Wir haben noch unser ganzes Leben vor uns. Ist zur Höhle des Goldes am Nuggetsinn geritten. Doch er hat befohlen, dass die Trommeln des Todes erklingen. Für Kliki Petras Mörder. Er soll an der heiligen Martha sterben. Nein! Nein, das könnt ihr nicht machen! Nein, lass mich los! Mein Bruder! Bitte lass mich mit ihm reden. Du musst mir helfen. Helfen, hol mich hier raus, schnell! Rattler! Die Apachen haben mich zum Tode verurteilt. Daran kann auch ich nichts ändern. Zum Teufel! Du bist auch frei, schneid mich endlich los! Ich kann Sie nur darum bitten, dass es schnell geht und ohne Schmerzen. Bitte Sie um Vergebung und dein Tod wird gnädig sein. Fluch der Hunde, Sundu! Es tut mir leid, ich will nur leben, verdammt, ich will leben hier!
Ihr verdammten Rotenteufel hier! Charlie ist ein großer Krieger und ein guter Mensch. Ich weiß, dass dieser gottlose Krankheit die Gnade verdient hat. Was mit Peter Grübel und Apachen? Er ist unser Feind. Peter möchte wieder ein Freund der Apachen sein. Ich muss euch warnen. Santa und die Kiowas wollen den Mörder befreien. Woher weiß Winnetou, dass Peter die Wahrheit spricht? Bitte glaube es. Wir haben keine Zeit zum Reden. Charlie! Charlie! Wie peinlich! Wenn ich mit Hugo mal rausgegangen. Da hängt ihn! Stopp! Seid bitte eigentlich einmal still, du Schwafelhahn! Mutter, ich eben nicht, dass da ein großer, böser Krieger steht. Was? Ah, ja! Verteidigt das Pueblo! Der Kampf ist vorbei. Bring Tango in unser Dorf. Verfluchter Shatterhand. Peter führt von nun an die Kiowas. Als Freunde der Apachen. Haben. Der weiße Mann. Er ist tot. Rattler. Er weiß vom Gold am Nuggetsinn. Inchuchuna und Chochi sind in großer Gefahr. Los, komm schnell. Sag ja. Jürgen. Sam, du hast dich gut geschlagen, Sam. Berge haben Chochi und Inchuchuna den heiligen Ort am Nuggetsil erreicht. Sie können nicht ahnen, welch eine Gefahr ihnen droht. Chochi, dort oben. Dort befindet sich das geheime Gold der Apache. Binden wir die Mustangs hinter den Felsen fest. Ja. Das ist also der berühmte Nuggetsee. Hier liegt das Geheimnis begraben. Glänzendes Gold. Sie können jeden Moment wiederkommen. Versteck dich da hinter dem Felsen. Kannst kaum abwarten. Chochi soll nun erfahren, wie sich der geheime Pfad öffnen lässt. Das würde mich auch interessieren. Bleichgesicht! Dies ist ein heiliger Ort! Für uns auch, mein Teufel! Überraschung! Nicht erschrecken, Kleines! Hier werden wir unendlich frei! Oh ja! Jetzt werde ich nur noch die dicksten Zigarren rauchen und die feinsten Sachen fressen! Weg mit dem Gewehr, großer Häuptling! Oder das Vögelchen stirbt! Seit ewigen Zeiten bewahren unsere Ahnen dieses Geheimnis. Doch meine Tochter, lasse ich dafür nicht sterben. Cleverer Bursche! Und wie kommen wir jetzt an das Gold? Verraten Sie nicht! Na. Der Weg führt dort hinauf. Man öffnet den Pfad an jenem Felsen mit der heiligen Lanze unserer Ahnen. Und wo ist die Höhle? Denk an deine hübsche Tochter.
Und wir werden Kugeln in den Kopf jagen. Rechts der Hängebrücke. Dort findet ihr das Gold. Ja, bitte. Das war doch gar nicht so schwer. Aber leider brauchen wir euch jetzt nicht mehr. Bitte zum Schütteln! Schunas Platz einnehmen. Vater, du wirst leben. Der große Geist. Er liebt dich. Manitou, ruf nach mir. Die Silberköpfe. Hier, sie gehört nun dir. Mein Sohn, die neuen Häuptlinge aller Apachen. Oh, Chetan. Shoji liebt dich von ganzem Herzen. Ich liebe dich auch. Du wirst wieder gesund, ganz bestimmt. Shoji. Wartet auf dich. In der Ewigkeit. Wir werden uns wiedersehen. Das weiß ich. Shoshuna. Und Shochi sind tot. Sie leben jetzt in der Welt hinter den Wolken. In der Welt, aus der es kein Zurück mehr gibt. Doch ihre Seelen sind nicht allein. Sie wurden geliebt. Und ein Mensch, an den in Liebe gedacht wird, stirbt nie. Er bleibt lebendig. In unseren Herzen. In unserer Erinnerung. Und so oft die Sonne auch aufgehen mag. Und wieder versinken. So oft werden wir an sie denken. Die Kinder Manitus glauben daran, dass ihre Ahnen über ihr Leben wachen, dass sie uns beschützen und uns auf dem Pfad des Lebens begleiten. In Shoshonas und Shochis Weg ist noch nicht zu Ende. Er hat gerade erst begonnen. Und eines Tages, daran glaubt Winnetou ganz fest, werden wir sie wiedersehen. In jener Welt. Hinter den Wolken. Hau!
muss die Stelle sein. Da! Im Fels! Ein Loch! Da müssen wir die heilige Lanze reinstecken. Verflucht! Was passiert da? Hier geht es weiter! Was ist das da? Ein glühendes Totem! Das kann ja sein! Ja! Das ist es! Jetzt holen wir uns das Gold! Ja! Gold! Verflucht, das ist aber ganz schön dunkel hier drin! Hier ist eine Fackel. Warte, ich zünde sie an. Die Mörder haben den Weg geöffnet. Wieder um die Kaiowas. Wir werden Seite an Seite mit den Apachen kämpfen. Wenn er so kann, sich auf Peter verlassen. Takia! Ja! Gemeinsam mit seinen Freunden, den Apachen. Peter ist dort willkommen. Und er war es immer.
Schande, dass Santa entkommen konnte. Wir werden ihn ja schon. Wir leben in düsteren Zeiten. Aber was hindert uns dran, von einer besseren Welt zu träumen? Reiten wir? Reiten wir. Das war die Probe. Und das Wichtigste habe ich vorhin vergessen zu sagen. Wir Schauspieler sind ja ein relativ abergläubisches Völkchen. Und bei einer Probe gibt es keine Applausordnung. Das heißt, ihr könnt jetzt noch einmal richtig reinhauen, die da hinten hören's.